lange Zeit gedauert, bis wir im Spiel waren. Wir hatten einen zähen Start, wir hatten wenig Rhythmus im ersten Drittel und wir wussten, dass wir im zweiten Drittel irgendwie Energie finden müssen. Das geht am einfachsten, wenn ein Tor fällt. Das ist uns nicht gelungen, aber ich glaube, wir waren besser im Spiel. Im zweiten Drittel haben wir mehr von den Sachen umsetzen können, die wir uns vorgenommen haben, sind besser mit der Wolfsburger Defensive umgegangen. Und ich fand, zu dem Zeitpunkt waren wir gut im Spiel. Aber was gefehlt hat, wir hatten auch dann gute Chancen. Aber die Verhältnismäßigkeit zwischen Torchancen und ja, was Zählbarem hat dann nicht gestimmt im ganzen Spiel für uns. Und ja, und dann am Ende läufst du hinter dem Ergebnis her. Das dritte Tor war unglücklich aus unserer Seite, aus meiner Perspektive. Das darf uns nicht passieren. Da müssen wir besser organisiert sein. Ja, und zum Schluss haben wir nochmal alles versucht. Die Jungs haben natürlich gekämpft. Ich glaube, wir waren auch ab dem zweiten Drittel waren wir auch im Spiel und haben uns auch unsere Torchancen erspielt. Hannibal hat gut gespielt. Ja, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es einfach ein Spiel war, wo wir auch zu viele Fehler gemacht haben im Sinne von Strafzeiten. Wir haben immer wieder zum falschen Moment Strafzeiten gehabt und die dann Wolfsburg auch ausgenutzt hat. Das 3 gegen 5 war ein gutes Beispiel. Das war ein Reifenplatzer allerbester Sorte und eine gute Mannschaft nutzt das aus. Von daher zu viele Fehler aus meiner Perspektive, die wir gemacht haben, zu viele individuelle Fehler, die vermeidbar sind und die darfst du gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg nicht erlauben. Also ich glaube, wir haben eigentlich ein okay Spiel gemacht. Unterzahl war nicht so gut heute und ja, das erste Tor kam ein bisschen zu spät. Wir haben eigentlich viele Chancen kreiert, aber müssen Tor machen. Die letzten Minuten waren gut, da seid ihr nochmal rangekommen. Wie hast du die letzten Minuten gesehen? Ja, wir hatten Chancen, könnte auch 3-3 sein, aber leider haben wir nur 2 gemacht und war nicht genug. Samstag jetzt das letzte Spiel vor Weihnachten in Augsburg. Wie schätzt du das Spiel ein? Ja, wird ein schwieriges Spiel. Alle Mannschaften brauchen Punkte, so ist das. Wir brauchen Punkte. Ja, die haben ja, es ist Zeit da in die letzte Platz in der Tabelle. So, ja, wird schwierig, wahrscheinlich ein hartes Spiel.